So, und weiter geht's. Da muss man echt mal schauen, ob man, wie gesagt, entweder mit Fließbändern arbeitet oder so mit dieser Box. Wenn man die Roboter hat, dann kann man, glaube ich, auch mit den Boxen arbeiten. Bloß im Endeffekt, wenn du das mit mehreren Sachen machst, hast du halt doch vielleicht ein Roboterproblem. Wobei du hast so viele Hangaren, also Hangars. Ich weiß nicht. Das ist echt. Das sind so Sachen, die man ausprobieren muss. So. Oha. Sie greifen mal eine Mauer an da unten. Aber da dürfte theoretisch nichts passieren. Ich werde mich auch gleich mal um die Gegner hier im Osten kümmern. Da ist doch ein relativ großes Lager, so wie ich das sehe. Ich brauche ja, wie gesagt, eh noch mehr von diesen Dingern, von diesen Alien-Artefakten. Schon allein für die Chips. So, rosa. Stimmt es nicht, dass ich jetzt hier was Falsches baue? Ey, da hätte ich voll. Rosa und blau. Passt. So, nachher lassen wir alles zusammenkommen. Obwohl, es langt ja, wenn man. Oh, das ist immer noch zu voll. Das ist schon krass. Nee. Wo hängt's? Ach so. Ja, alles klar, alles klar, alles klar. Ich verstehe. Da können wir jetzt im Prinzip hier genau zwischendrin eine ganz normale. So Stahlküste, fast. Oder auch nur gelbe von mir aus. So, dann mal bitte natürlich auch hier reintransportieren, die Dreierchips, logischerweise. Das geht aber doch relativ schnell. Wir haben jetzt schon 8 Stück, 50 brauchen wir. Das ist also, das ist gar nicht so abschüssig. Jetzt ist nur der Aufbau hier noch zu machen. Mittelgroße Strommasten. So, einmal hier, einmal hier. Einmal hier. Das ist auch sehr schön zusammenzubauen hier, muss man sagen. Hier, einmal hier. So. Und jetzt im Prinzip die Lanes außenrum. Das machen wir jetzt direkt mal. Ist ein bisschen Futzelarbeit. Da kommt es von beiden Seiten. Da nach unten. Und direkt weg. So, und dann direkt am besten nach unten. Ich mal gucken, wie ich dann den besten Aufbau hinkriege. So, und dasselbe hier. Ne, das ist die falsche Richtung. Da muss nach unten. Jetzt nach da. Warte mal, war das richtig? Hier nimmt er von den beiden Seiten, hier nimmt er von den beiden Seiten. Ne, das passt. Und jetzt spiegelverkehrt. Da können wir ruhig bis zum Ende bauen hier. So. Ne, eins geht noch. Wir müssen auch die Ärmchen noch hin. Wieso sieht das jetzt anders aus als. Ne, es sieht nicht anders aus, oder? Ich hätte es schon gleich gehabt, gerne. Wieso? Was habe ich jetzt? Der holt von den beiden. Der holt von den beiden. Der holt von den beiden. Und, hä? Der holt von den beiden. Der holt so von den beiden ab. Ach, ich hätte hier anfangen müssen. Ja, okay, alles klar. Denke ihm, hä, irgendwas stimmt doch dann nicht. Es ist nicht identisch. Okay. Nee, wir haben es und dann ist okay. So, pass auf, jetzt lassen wir hier eine Lane rausführen. So, da können wir ruhig mit Lanes arbeiten. Das ist ja kein Problem. Jetzt mal noch kurz daraus und daraus. Daraus und daraus. Und dasselbe bitte hier. Halt. Wie gesagt, da haben wir jetzt Scheiße gebaut, aber okay. Kein Problem. Wir wissen jetzt, wie es besser ist. Am besten doch oben orientieren. Und jetzt diese Lane. Wenn wir jetzt mit Chips arbeiten, ist die Frage, ob wir nicht anders da arbeiten können. Wenn wir jetzt hier mit diesen, mit dieser, Spur arbeiten, dann könnte man doch im Prinzip hergehen.
ganz regulär. 4. Und jetzt kann ich wieder 4 bauen von den Dingern. Wenn ich jetzt allerdings... Jetzt mache ich eine Anforderungskiste. Ne, ich packe das in eine Kiste rein. Weißt du was? Das wird hier... Einfach eine Kiste reingehauen. Scheiß drauf. Und zwar eine passive Anbieterkiste. Warum hier ewig weite Lanes bauen? Da auch Quatsch. Und zwar so. Dann ist es noch im System drin. Und hier. Du holst die alle da rein, bitte. Du bist für ein Arsch. So, dann sollen das doch die Roboter übernehmen. Dafür haben wir sie doch. So, bitte mal alle. Ne, nicht da. So, alle mal hier rein, genau. So, der sammelt alles schön ein. Wir haben eine Endlane. Ja, das ist echt zu überlegen, wie man es macht. Es ist natürlich sehr stressig, wenn dann die ganze Zeit die Roboter fliegen. Ja. Und wenn du das wirklich überall so machst, hast du nachher ein echtes Problem. Also wirst du im Endeffekt doch mit Fließbändern arbeiten müssen. Immer wieder mit Splittern, 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 Splittern. Ja. Und dann nur diese Zwischenprodukte jeweils immer hier so in die Kisten rein. Ja, so wie du das mit den Chips gemacht hast und so weiter. Ja, wie könnte man effektiv nachher arbeiten? Das ist echt, wäre echt mal interessant. Okay, machen wir erstmal den nächsten Aufbau für die Zweierchips. Ist zu nah dran. So, jetzt arbeiten wir halt wieder mit Kisten. Für die Zweier-Rosanen brauchst du rot genug, ne? Okay. Ne, halt. Falsches Ding. Das da. Zweier-Chips, Zweier-Chips und Zweier-Chips. Und das machen wir jetzt gleich genauso wie oben auch. Dann einmal hier. Zack. Und du holst bitte die roten. 200 ist gut. Und du holst bitte die lilanen. 200 ist gut. Und du holst dann bitte die rosanen Chips jetzt, die einzelnen. Die 1er. So. Und zwar, da kannst du ruhig mehr holen. 50 von mir aus, genau. Jawohl, wunderbar. Ich meine, ist schon geil hier, das Gewusel, wie gesagt, das ist ja das, was ich vorhin bei Anno angesprochen habe hier, das ist eine coole Sache. Du hast ja keine Arbeiter, die laufen, sondern du hast einfach diese Flugroboter. Ist schon geil. Aber wenn du dann die ganze Zeit die Flugroboter rumfliegen hast, ist es doch vielleicht ein bisschen viel. Okay, wie gesagt, muss man schauen. Jetzt wieder das ganze Zeug zusammenführen. Erstmal. Ne, eins muss noch. Ne, muss nicht. Muss nicht. So, hier wird es von beiden Lanes geholt. Da wird es noch außen rumgeführt. So, und dann ab nach links. Hier wird es auch wieder nach oben geführt. So, und jetzt die Ärmchen. Du nimmst von da. Und du nimmst von da. Und dann ist von da und dann ist von da. Das ist, sagen wir mal, so ein relativ guter Aufbau, oder? Dann machen wir das wie hier oben. In zwei. Oh, das können sogar 3 Fabriken sein. Das ist jetzt komisch. Warum steht ihr still? Was fehlt denn euch? Alien-Artefakte. Okay. Okay, das ist krass. Dass die jetzt schon fehlen. Kein Problem. Können wir alles gebacken. Pass auf. So, mal kurz Strom und Strom. Und... Aber die könnte man wenigstens einsammeln, wenn sie schon zu viel sind. So, mit einem Abstand. Zack, in eine Kiste bitte. Eine passive Anbieterkiste. Damit die wenigstens mal gesammelt werden. Genau. Ja, dass die Maschinen ja aufhören zu arbeiten. Das wäre ein bisschen nervig. Wobei, da brauchen wir aber auch nicht so viel. Ja, das Sammeln ist vielleicht doch nicht so geschickt gerade. Machen wir wenigstens mal, bis ein Stack voll ist. Ja. Das ist jetzt wirklich wegen den Alien-Artefakten. Aber das wundert mich, dass da keine mehr da sind. Hat er schon alle verbaut von hier oben? Das Problem ist, dass die Raketenabwehr dann noch nicht weiter erforscht wird, ne?
Ach, die sind ja alle hier drin. Da kannst du mal 100 Stück rausnehmen. Ja, und die kannst du nach unten bringen. Ja, dann ist alles cool. Wie verhältst du es mit den Dingern hier? Das ist alles cool. Ihr habt alle ausreichend. Genau, okay, passt. Das kann man eventuell auch noch ausbauen, dass es schneller geht. Aber wie gesagt, wir haben ja gesehen, es funktioniert soweit. Also mit der Forschung. Das ist alles im grünen Bereich. Gut, dann können wir wieder zwei Maschinen machen, die das herstellen. Da haben wir jetzt einfach die rote Lane hier lang geführt. So. Dann können sich die zwei Maschinen davon bedienen. Eine Box in die Mitte. Dann ihre blauen Ärmchen. Holen das rein. Holen das hier hinten rein. Holen die zusätzlichen Materialien, die ich brauche, rein. Aus einer Anforderungskiste. Ihr stellt nachher die Dreier lilanen Chips her. Halt hier. Aus Alien-Artefakten. Okay. Und du genauso. Und ich brauche Alien-Artefakte. Das ist das Stichwort. So, das können wir trotzdem schon mal einstellen, dass ihr gleich genügend zur Verfügung habt von den roten. Genauso wie von den. Was mache ich denn? So, genau. Funktioniert. Dann könnt ihr eigentlich schon mal anfangen zu arbeiten. Halt, ihr kriegt noch Strom hier mit rein. Das funktioniert. Und bam, passt. So, jetzt müsste ich mich im Prinzip nur noch um die Alien-Artefakte kümmern. Jo. Das mache ich mal. Wie sieht's aus? Wie viele Roboter haben wir? 63. Da hole ich mal noch schon ein paar. Ist die Frage, soll ich mich jetzt mal komplett mit Laserabwehr ausstatten? Wie wären das? Oh, hier wird wieder als Zwischenlager benutzt. Ist nicht so nett. Aber kein Problem. Ja, ich glaube, das habe ich sogar selber als Zwischenlager vorhin benutzt. Okay, arbeitet überhaupt noch? Nein. Weil du nicht arbeitest, weil du nicht arbeitest, weil kein Rot mehr. Ah ja, okay, das ist aber kein Problem. Wir haben genug Kapseln jetzt. Apropos. Dich hätte ich mal bitte kurz mitgenommen. Die Ablenker verhalten sich, glaube ich, anders da als die. Pass auf. Ich schmeiße eine Kapsel von den Zerstörern. Die kommen zu mir zurück. Ablenker. Die bleiben da. Ich hätte vielleicht die Ablenkerkapseln bauen sollen. Ja. Eieieiei. Das ist natürlich doof. Ja. Das habe ich auch noch bei jemand anders da gesehen. Dachte noch, das Skizzer, der schmeißt sie da hin und bleiben dort. Die fliegen nämlich total katastrophal. Ja, okay, kein Problem. Alles cool. So, also, dann gehen wir mal on Tour. Aber nicht vergessen vorher, ich bitte Spiel speichern. Man weiß ja nie, was passiert. Das wäre jetzt echt schade. Ich speichere jetzt nochmal. Also das mit dem Umbenennen, das ist ja auch eine totale Katastrophe. Woran auch immer das liegt. So, schnappen wir uns mal ein paar mehr Alien-Artefakte. Das sind die Würmer. Wir müssen erstmal die Grundding platt machen. Ich glaube, deswegen sind auch die Zerstörer gar nicht so gut. Ich weiß es nicht. Aber die machen, glaube ich, mehr Schaden. Aber es läuft eigentlich ganz gut. Aber man sieht jetzt die Laserabwehr, ne? Die leidet. Also die Energie leidet auch wegen der Laserabwehr, muss man klar dazu sagen. Ja, definitiv. Eventuell doch mehr Batterien. Müssen wir mal schauen. So, dann mal da oben.
ist denn los? Wurde beschädigt, das macht mir doch nichts. Das macht mir doch keinen dicken Otto, wenn da was beschädigt worden ist. Verschwende jetzt mal, ich habe ja genug, das ist ja alles Quatsch. Jetzt warum greifen die nicht an, obwohl die mitten in dem Kreis drin sind? Das wird schon ein bisschen komisch. Das sind die anderen Kapseln doch besser. Ich schmeiß die hin, die bleiben dort. Machen aber nicht so viel Schaden. Das ist halt echt abzuwägen. Ne, ich bleib außerhalb der Range von diesen scheiß Würmern, die gehen mir nämlich am meisten auf den Sack. Vielleicht auch gleich langsam, aber natürlich meine Batterie fehlt. Oder ich kann das Ziel angeben. Sieht es aus? Ich sag jetzt, der soll das angreifen. Macht das dann auch? Nee. Nicht bis zum Schluss. Sehr komisch irgendwie. Aber es funktioniert. Was soll's. Wie viel haben wir noch? Genug, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, gehen wir mal den 100er Pile. So, gleich den nächsten hier. Wie viel? Artefakt 115, da geht noch was. Das könnte ein bisschen hart werden jetzt. Mal kurz speichern. Sicher, sicher. Ich bin ein kleiner Schisser. Was soll's? Oh ja, sehr gut. Und Angriff. Ich mach die Würmer platt. Im grünen Bereich. Wir haben eine schöne Range, das ist ganz gut. Ist doof, dass sie zurückfliegen, echt. Transferieren, okay. Hat er schön gesagt. Gepasst. Hammer. Wunderbar, wieder schöne, viele Artefakte. Also die Aliens sind schon wichtig, ja. Also ausschalten, ganz ausschalten wäre Schwachsinn. Aber wie sieht es denn hier aus? Oh, ist auch einiges unterwegs. Mein lieber Mann. Ich glaube, diese Riesenviecher haben wir immer noch gehabt. Das würde mich echt mal reizen, wo die sind. Tschö, mich juckt's. Kann sein, dass man das gerade gehört hat am Mikrofon. Jetzt kommen wir schön langsam nach und nach alles von weiter weg erledigen. Das ist ganz cool. Jawohl. Also man kann sie darauf zielen, aber sie greifen es nicht vorrangig an. Was ein bisschen komisch ist. Jetzt langt aber auch. Oh, da kommt Hilfe von oben. Das ist ja cool. Hätte ich doch mal einen Panzer mitnehmen können. Ne? Oder den Buggy. Für die großen Strecken hier. Okay, machen wir das nächste Blatt. Ja, ist gut, dass sie gleich alles angreifen. Ja, also. Das sind ja auch einige. Oh, die Raketenabwehr ist gleich fertig. Sehr geil. Cool. Wir können Sitz bauen. Oh, braucht auch 100 Raketen. Oh, da könnte ich echt nochmal. Da müsste ich echt nochmal gucken. Jetzt schauen wir erstmal kurz hier noch weiter. Oh, guck mal, was ein Haufen Öl. Guck dir das Öl an.
gleich eine riesen Basis. Gehen wir auch nochmal kurz durch. Ja, wenn du auf Distanz bleibst und die Kugeln da immer schön reinfeuerst, dann hast du eigentlich keine Gefahren. Läuft alles sehr gut. Greift ja automatisch sowieso immer alles an, was da kommt. Das passt. Ich war da vielleicht ein bisschen zu hektisch in der Vergangenheit. Also hektisch. So alles viel easier, als man denkt. Und macht den noch platt da? Jawohl, genau. Wunderbar. Und wieder ein paar weniger. Beziehungsweise ein paar mehr Alien-Artefakte. Sehr schön. Oh, hier ist auch ein schönes Kohlefeld. Ja. Nicht riesig, aber groß. Ah, dann machen wir hier unten nochmal alles. Das ist ja, also da kann ich ja so reinlaufen. Da kann ich ja, warte. Kann ich ja so platt machen hier alles. Mal ein bisschen mit meiner Schrotmuni hier ein bisschen arbeiten. Ein bisschen mithelfen. Wunderbar. Sehr schön. Ah, da unten ist noch was, sehe ich gerade. Da kannst du jetzt einfach bei so einem kleinen Nest ganz einfach hinrennen. Das ist kein Problem. So, dann können wir mal gucken, wie die Map sonst noch so schön aufgebaut ist hier. Ja, ist sonst nichts mehr, ne? Laufen wir mal wieder zurück. Ich glaube, ich habe genug. 383, das ist doch schon einiges. Ah, da ist noch was. Okay, machen wir hier noch ein bisschen weiter. Und da stehen einfach nur ein paar Viecher rum. Okay. Haben wir auch weg. Da unten ist noch ein bisschen größere Basis. Ich laufe so langsam. Die Batterie ist doch ziemlich schwach. Jetzt bitte keinen Absturz oder sowas, gell? Zeig mal kurz. Ich brauche mehr Batterien, ne? Die brauchen vielleicht zu viel. 200 Watt. Und was brauchen die? Steht nicht dabei. Schade. Da fehlt mir ein bisschen eine Info. Und schade, dass ich die nicht hier quer oben reinlegen kann. Ja, aber ist alles noch cool. Oh, das ist mitten im Wald. Das ist nicht so schön. Aber es geht. Es geht. Oh, das ist aber ein großes Ding hier. Okay. Das erste Ding platt machen. Das zweite auch. Wenn da nicht so viel Nachschub kommt. Es sind doch schon einige hier, mein lieber Mann. Großer Wurm. Also Riesenwurm oder so gibt es nicht. Gibt nur große Viecher. Oder normale. Das Ding mache ich noch platt hier. Und dann war es das erstmal. Weil hier kommt wahrscheinlich auch der meiste Kram, der mich nervt. Hier haben wir den großen Wurm da platt, der nervt. Ist schon cool aufgebaut, so eine Base, ne? Du hast Range und du hast... Ja, ganz normal. Genau. Ist da noch irgendwas? Nee. So, haben wir da auch mal Ruhe. Jetzt dürfte erstmal aus dem Osten nichts kommen. Theoretisch. Wobei, da unten ist auch schon wieder was. Okay, kein Problem. Komm, das machen wir noch schnell. Wir haben noch 15. Wir müssen sogar noch ein paar mehr haben. Genau. Und die Base machen wir auch noch platt. Und dann passt die Sache. Ich zeige euch das gerne auch nochmal ein bisschen von dem. Oh, das sind viele Würmer. Oha, das ist nicht so gut. Mach den Wurm nochmal platt. Hier sind viele, viele Würmer. Okay, dann muss ich ein bisschen vorsichtiger rangehen jetzt. Okay, einfach nur reinschießen da. Schild ist wieder aufgeladen. Nicht, was zu viel ist, wird einfach, dann ist einfach weg. Weil du nicht die Begleiteroboteranzahl hast.
Können wir mal apropos, können wir mal noch weitermachen. Ich bin mal gespannt, wie weit es geht, ey. Geh. Mach. Sag mal, was brauchst du eigentlich? 300. Okay. Benötigt für 8. Also geht das auch noch. Boah, brutal. Da hast du 50 Roboter, die dich begleiten oder was. Würde mich echt mal interessieren, ob das bis ins Unendliche wirklich geht. Werden wir dann sehen. So, Dalle. Wir kommen zurück. Schatz, ich bin zu Hause. Es gibt Artefakte. So, okay. Also. Warte mal, die Anforderungskiste da oben, die muss ich noch umstellen. Ich glaube, die steht auf 1000 Alien-Artefakte, weil das bis jetzt das Einzige war, was Alien-Artefakte gebraucht hat. Das machen wir mal runter, definitiv. Und zwar hier 50, das langt vollkommen. So, dann können wir nämlich die Alien-Artefakte, die wir jetzt gesammelt haben, hier irgendwo in eine Kiste reintun. Eventuell sogar direkt hier am besten. Eine schöne Lagerkiste irgendwo hingebaut und da die Artefakte rein. Zack. Dann können sich jetzt die Roboter die Artefakte holen und dahin führen, wo sie hingehören. Hier müssen zum Beispiel auch Alien-Artefakte rein. 10, dann kannst du ruhig 50 machen. So, 50, jawohl. Sehr gut. Ja, ich arbeite immer mit diesen Rädchen. Ich weiß, ich könnte auch mit den Zahlen arbeiten. Aber, ja, was soll's. Egal. Achso, hier fehlt noch was. Eine Sammelkiste. Eine normale passive Anbieterkiste. Genau. Könntet ihr mal bitte weggehen? Das ist gerade ein bisschen nervig mit euch. Kann ich die einsammeln? Wie habe ich die eigentlich immer eingesammelt? Okay. Es geht schon los. Hoffentlich ist nichts kaputt gegangen. Dann machen wir blaue Ärmchen. Da rein und da rein. So, das Ding läuft. Wunderbar. Das Ding läuft auch. Gucken wir mal kurz rein. 11. Ja, wie gesagt, das wird noch ein bisschen dauern. Ich hoffe nur, ich habe genug von allem, was ich brauche. Rote Chips. Rote Chips. Das große Problem um die roten Chips. Ich glaube, das ist auch ein aktuelles Problem. Kann das sein? Hä? Was ist denn das? Achso, der macht das nur für hier. Ja, okay. Dem Hell. Okay, also rote Chips. Und rote Chips hängt, weil hier die grünen Chips fehlen. Und grüne Chips hängen, weil warum? Ist alles da. Ist alles da. Grüne Chips werden produziert. Aber ich mache das jetzt wieder für die Ärmchen. Und die machen das für oben. Ja, das ist uninteressant. Brauche ich nicht mehr. Keine Forschung mehr. Scheiß auf die Forschung hier oben. In Zukunft die Grünen bitte nur noch runter. So. Genau, ich will jetzt einfach nur die Raketenstation haben und dann kann ich mit meiner Aufnahme C beginnen. Das bedeutet, ich befürchte, die nächste Aufnahme wird die letzte sein. Ich sag mal bis gleich.